Moin Moin YouTube, wir sind's wieder, Dual Core. Yo, moin. Wieder mit einem Real-Life-Duell. Einmal der Pascal mit True Draco. Ja, hast du. Und mich gegen Dino Shadol. Das ist, haben wir diesmal ein bisschen abgeändert, Dino. Schauen wir mal. Ja, guck mal einfach mal an. Würfel haben wir jetzt natürlich vergessen. Oh, ja, wir kamen. Muss jetzt kein Violetter sein oder nix so. Muss das sein. Hauptsache. Okay. Das sieht man wenigstens, ja. Ja, Leute, die Kameraperspektive haben wir ein bisschen geändert. Also, falls das irgendwie zu klein sein sollte, sagt uns Bescheid. Dann werden wir das wieder umstellen. Okay, ich habe eine 5, er hat eine 1. Ich würde auf jeden Fall mal anfangen wollen. Und dann, good game, Junge, ne? Gucken wir mal hier, was wir hier so Schniekes haben. Okay. Alright. Dann aktiviere ich auf jeden Fall mal Upstart. Ah, dann 1000 Life Points für dich. Set 1, aktiviere dragonische Darstellung. Aktiviere die. Wenn du jetzt den Ghost Ogre hast, hasse ich dich. Als ob du jetzt den einzigen. Ja. Beste Hand, ne? Immer. Mit Dino. Dann bist du. Okay. Er spielt halt nur einen Ghost Ogre in dem Deck. Einen. Schlecht. Dann würde ich mal Fusion aktivieren für den und. Ja, gut, legen wir die hier. Das Lichtvieh war das Konstrukt, ne? Konstrukt, ja, alles klar. Mhm. Ich suche mir erst nochmal die Hand hinzu. Drachen der Hand hinzu? Ja. Dann würde ich die aktivieren einfach mal. Als ja, aktiviert sich ja Effekt. Eh auf Summon. Ja. Okay. Dann lege ich dir noch auf Frido. Das heißt, du ziehst eine Karte. Würde ich eine Karte ziehen? Ja. Alles gut. Zum Affen? Nein, alles gut. Top. Ja, chillig. Ja, alles gut. Ja. All good. Ziehen. Mhm. So. Holy Raptor. Dann würde ich den natürlich normen. Ja. Effekt von dem? Ja. Ich mal kurz seinen Friedhof durchgehen. Oh, Vortex auf dem Friedhof. Effekt von dem. Ja. Dann würde ich natürlich ja, aktivieren. Ja, dann mach erstmal Kost. Kost. Mal hier der natürlich. Ja. Gut, das ist eigentlich egal. Okay, dann aktiviere ich da drauf jetzt. Und zwar Beschwörungslimit. Du hast ja schon zwei Beschwörungen gemacht, also kannst du jetzt keine mehr durchführen. Das ist schon nervig. Nein, das kann ätzend sein. Na gut, dann würde ich einfach mal mit 2,8 angreifen und mit 1,8. Ja, dann würde ich ganz gern was aktivieren. Und zwar eine wahre Drachoapokalypse und nochmal wahre Drachoapokalypse. Ich aktiviere den Effekt von Drachoapokalypse. Zerstöre eine andere Varo Dracho, alles klar, Leute. Wahre Dracho-Karte, und zwar die eine Apokalypse. Halbier die ATK deiner Monster und die Death, glaube ich, auch sogar. Ja, genau, die ist ATK der und Death. Denn, oder? Nee, generell. Ach so, okay. Und da die zerstört wurde, kann ich jetzt ein Monster zerstören, und zwar. Ich nehme mal den Oviraptor. Okay. Also. Greife ich noch mit 1,4 an, ja, also mit 1,4. Einen neuen Angriff. Life Points, du hast 1000 mehr und ich habe 1400 weniger. Auf jeden Fall. Ja, das passt soweit. Sonst versuch mal du dein Glück. Ich guck mal. Oh, das ist schon ein guter Top-Deck eigentlich. Dann aktiviere ich Topf der Gegensätzlichkeit. Ja. Und deck mal die obersten drei auf. 1, 2, 3. Wow. Das ist echt jetzt ein Witz, oder? Ja, nämlich es kann nur einen geben. Könnte ganz hilfreich sein, ja. Falsch abgezogen, die Life Points. So, ja. Okay, gut. Upsala. Gut, dann hätte ich 2. Dann bist du dran. Richtig schön. Okay, ich stecke traurig eher. Erstmal Friedhof wieder richtig hinsetzen. Gut. Aktivier die. Ja. Werf dafür die ab. Ja. Ja, die beiden. Okay. Das eine wusste ich ja, ne? Ja, das eine wusstest du. Alles klar.
Dann würde ich mal die beiden verbannen. Ja. Um den Ultimativleiter zu beschwören. Mhm. Würde dann nochmal Battleface gehen? 3,5 und 1,4. 3,5 und 1,4, genau. 4,9. Hast tatsächlich nicht so eine schöne Hand, ne? Habe ich das Gefühl. Der Ogre war halt krass. Ja. Der beste Ogre. Wärst auch du, ja. Okay. Ja, wow. Das ist das Einzige, was ich im Prinzip machen kann. Aktiviere wahre Drachenphönix-Spieler. Könnte noch gut werden. Aktiviere die Apokalypse. Auf den muss ich machen. Dann halbiere ich die 1. Ja, ich habe im Prinzip verloren. Ein Monster wieder, ne? Nee. Ja, halbiert schon, aber das bringt mir nichts. Das ist trotzdem zu viel. Das sind 700 und... Ja, nee. Dann sollten wir ins nächste gehen, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen... Ja, ich fange einfach nochmal an. Ja. Und hoffe darauf, dass du keinen Ogre hast. Lol. Machen wir so und so und aktiviere Card of Demise. Ja. Typhoon ist eigentlich gar nicht so schlecht gegen das Deck, oder? Du sagst das offene Karten. Naja, so eine Handkraft auf der Gegensätzlichkeit. Nicht dort. Ich könnte heulen, ehrlich. Na, ich nehme die hier. Mhm. Ich gehe ja gleich welche weg. Guck mal. Man hört schon, Alter. Karneval ist übrigens gerade, Leute. Ja, wir nehmen jetzt Karnevalszeiten auf. Manche Leute sind draußen, wir sind drinnen. Wir sind auf jeden Fall immer drin. Dann aktiviere ich wahre Drachophönix-Schüler. Aktiviere den Effekt, um zu tributieren. Den, ja, für wahre Drachophönix-Schüler an sich. Auf dem Spielfeld ist das wäre nur von mir. Dann aktiviere ich wahre Drachoherkunft. Aktiviere den Effekt zum Ziehen. Ja. Dann aktiviere ich nochmal den Effekt davon. Und tributieren für ihn. Ne, ich aktiviere die hier noch. Und sette noch die. Und dann bist du dran. Okay. New. Erstmal beste Play machen hier, ne? Ja, das. Ja, das ist ja der schon beste. Schlecht, ja. Aktiviere ich die für. Okay. Warte. Change this. Auf an, auf das Monster. Auf die Aktivierung. Und dann. Der Effekt von dem. Chain. Gut, dann suche ich mir erstmal. Das doch was. Voll bin ich Das geht halt nicht so gut, ne. Bringt ja sowieso nur der was zu beschwören. Der Overtext wird ja sowieso nicht gehen. Der Effekt, sichern wir den. Mhm. Battleface. Ja. Werf ihn natürlich mit 3,5 an. Ne? Ja. Und einen Schaden. Mhm. Ja, mach du. Ja, stimmt. Erst geht ja dein Zweck und dann meins. Dann drücke sie überliegen. Gut, gucken wir mal hier. Effekt von Drachophönix-Schüler. Den und den. Mich zurück. Mhm. Das wäre nämlich jetzt echt nervig, wenn nicht. Das war gut. Das war tatsächlich mal gut. Ich aktiviere Sturmkraft. Dann würde ich gerne tributieren. Ja. Weg mit dem Ding. Gehen wir mal in die Battle Phase. Und dann greife ich den Gamma an. Ja, okay, da ist jetzt. Und dann mit 2,7 dich direkt. Und ich denke, dann bist du. Alles klar. Dann würde ich Oviraptor normeln. Ja. Effekt. Ja, Chain die. Gehen auf den Friedhof. Ja. 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 Aktivierst die. Ja, Kost. Ja, würde ich aktivieren, das kann nur einen geben. Fährt richtig ab, die Karte, ja. Das ist schön, doch. Dann mach du. Okay. Alles klar, dann wollen wir jetzt gar nicht weiter overextenden. Wir machen das einfach so. Dann aktiviere ich Landform. Diagram. Aktiviere Diagram. Und dann reicht das auf jeden Fall. Dann haben die ja 300 Push. Ja, genau. Yeah. Okay, 1-1, ne? Ob ich anfangen soll oder nicht? Ja, das ist dir aber. Das ist ein drittes Spiel. Deine Entscheidung. Fang du an, ist besser, meines Erachtens. Ja, guck mal einfach mal hier. 2, 3, 4, 5. Alles klar. Würde ich anfangen mit Topf der Gegensätzlichkeit? Ja. Okay. 1, 2, 3.
Darstellung. Siehst du dann. Oh Mann. Wie machen wir das jetzt? Wir machen Darstellung, dann sette ich die, dann das sind Syndikat so, tributiere ich die Monarchenrechner vor für Ignis. Ich muss jetzt gerade auf die Mais aktivieren. Ja. Das war jetzt kein plus 2, aber ist jetzt auch egal. Willst du mich eigentlich komplett trollen hier? Was soll denn das? Okay, aktiviere ich dragonische Darstellung auf Ignis? Okay, ja. Oh, shit. Richtig gut. Ist ja heftig. Hättest du auch eine Hand aktivieren können. Ne? Naja, das ging mir aber hier drum. Ach so, die Rest. Ja, da. Weil da bei der Herkunft ist halt nur vom Spielfeld aus. So, jetzt heb du mal ab, sonst wird es tatsächlich vielleicht unfair. Geil. Alright. Dann aktiviere ich Dracho-Herkunft. Effekt zum Ziehen, eine. Ja. Was soll man bitte in True Draco mit so dieser Hand anfangen, wenn man Card of the Mice aktiviert hat? Ich kann mir vorstellen, was du auf der Hand hast. Ein paar Monster vielleicht. Das ist unfassbar. Ja, aktiviere ich Effekt. Tributiere ich für ihn. Endphase. Du bist. Nicht schlecht. Schlecht ist das schon. Also ihr seht, ich bin nicht gerade vom Glück gesegnet. Ist er echt nicht, ne? Ne. Aber dafür ist. Kann ich aktivieren? Oh shit, Alter. Okay. Chain Dynamite. Chain ich noch die drauf an? Ja. Chain Wasserfall der Drachenseelen. Den tributiere ich jetzt, also leg den auf den Friedhof. Dann kannst du ja. Und zieh zwei Karten nach. Du kannst jetzt erst ziehen, eigentlich. Ich zieh zwei Karten. Und dann würde ich den Driver beschwören. Genau. Dann zerstöre ich die alle wieder. Yeah. Dann kommt der hier. Für die. Und dann zerstörst du die wieder. Okay. Ist das eine dumme Scheiße. Und zwei Kaijus kommen her. Ja. Geht natürlich den. Dann hole ich mir meine Kaiju hier. Ja, Jungs, ich habe den besten Kaiju auf meiner Spielfeldseite. Ne? Ihr wisst, ja, das ihr wisst wie Guard Dragon ist halt echt gut. Ja. Ist auf jeden Fall bisher ziemlich cool. Shadow Fusion für den. Ja. Und ihn. Ja, das geht ja auch von der Spitze. Genau. Ja, alles klar. Jo. Ja, es ist halt dann die Christa, heißt die, ne? Da aktiviert sich das Biest, ja. Das Ungeheuer. Eine Karte zu ziehen. Das ist halt das Gute. Ja, das ist schon nicht schlecht. Richtig gut. Double Illusionsbrille. Verbann ihn und. Ja, ihn. Ja. Aber ich will den ein bisschen Schaden drücken. Ein bisschen Schaden, bisschen Damage. So wie sich das gehört. Ne? Ja, Battleface. Ja. Greifen mit der 2450, ja. Heißt 250 Schaden. Genau. Und 3500. Das sind 3750. Ganz genau. Alles klar. Jetzt hier noch was. Oh shit. Ja, dann aktiviere ich noch ein wahrer König kehrt zurück. Dann nehme ich mal Schaden drücken. Ja. So. Alles klar, dann mache ich mal weiter hier. Mhm. Okay. Aktiviere ich erstmal Topf der Gegensätzlichkeit. Ja. Yeah. Dann lege ich noch Papier hin. 1, 2. Nicht durchgucken. 3. Ja, nehme ich Landform. Na gut, ne? Die Karte ist einfach zu krass. Ich brauche das Deck eigentlich auch nicht zu mischen. Ihr wisst ja jetzt, was kommt. Haben wir noch? Aktiviere ich Landform. Die dragonische Darstellung. Bevor ich das aber vergesse, aktiviere ich die andere noch, die ich auf der hier habe, ne? Aktiviere ich zerstöre True King Return. Ja. Zum Suchen. Wahre Drachophönix-Schüler. Effekt von ein wahrer König kehrt zurück, weil sie zerstört wurde, würde ich deinen Ultimativleiter zerstören wollen. Das geht ja sowieso, ne? Aber. Ah. Okay. Aktiviere ich wahre Drachophönix-Schüler. Mhm. Aktiviere den Effekt zum. Zum Ziehen.
zum Zurückmischen und zum Ziehen. Ja. Genau. Eins. Immer das Positive sagen, Rückmischen ist nicht immer so gut. Aber okay, bei dem Deck ist das eigentlich schon jetzt in dem Fall richtig gut, weil du hast ja so viel Mist abgeworfen eben. Ach, das, also deshalb, es ist gar nicht mal so schlimm, wenn man jetzt die Mais aktiviert und ein, zwei Monster auf dem Friedhof abwerfen muss. Weil ich meine, ihr habt halt direkt Futter für Disciples. Das ist halt schon ganz, ganz nice. Ich habe irgendwie noch ein paar Schnorbel halt. Ich muss das Deck irgendwie noch ein bisschen abändern. Alles klar. Haben wir bei mir ja auch nicht gemacht. Ja, das ist richtig, ja. Aktiviere die zweite Darstellung. Aktiviere auch den Effekt auf Dynamite. Ja. Zum Suchen von, ich würde tatsächlich mal sagen, Majesty Maiden. Okay. So. Dann Tributbeschwörung für Oins. Effekt von Disciples auf deine Verdeckte, gib mir das. Oh ja, okay, die Shadow Fusion, alles bisschen, klar. Bisschen troll. Die hat sich nachgezogen. Ja, gut. Juckt ja eigentlich auch fast nicht in dem Deck so. Kannst ja sowieso immer wieder auf die Hand holen. Das ist. Dann set ich eine. Aktiviere natürlich die dritte Darstellung. aktiviere Effekt auf die. Für die das ist gut. Ja, das wäre auch sonst ein bisschen crazy. Für Herkunft, Apokalypse aktiviert sich, würde ich die schießen. Ja, aktiviert sich die noch? Ja. Bist du aktivieren? Oh ja, stimmt, ja. Tatsächlich. Ja. Danke dafür. Doch, das war wichtig. Such ich mir die du zerstört hast, natürlich. Wow, hey. Was ein lohnenswert. Gutes Recyceln, ne? Ja, natürlich, Alter, lohnenswert. Du hast aber, glaube ich, noch einen Friedhof, ne? Naja, ich hatte ja eine auf der Hand und dann habe ich eine nachgezogen, nachdem ich die aktiviert hatte. Richtig. Okay. So langsam müssen wir uns beeilen. Aktiviere ich Herkunft. Aktiviere Effekt zum Ziehen für 3. Ja, das ist jetzt in dem Fall richtig. 2, nice. 3, okay. Ja, aktiviere ich Herkunft auch. Für die. Noch eine Herkunft. Okay, dann gehe ich einfach mal in die Battle Phase und würde ich mit 2-6 und 2-7 angreifen wollen. Jo. Das wären dann 5-3. Minus. Set 2. Und du bist. Top Deck. Ja, doch, muss ich machen. Der würde ich die aktivieren. Ja. Meinen Kaito zu suchen. Da drauf Chain. Ignis. Der hier, genau. Ja. Der hier. Die ja, Zünderhitze. Sieht man den Namen halt von hier gar nicht so. Ich glaube, den sieht man auch nicht von da oben. Hallo Leute. Ja. Ja. Hat er nicht das beste Matchup dagegen, würde ich behaupten, weil du jetzt kein Extra-Deck-Monster kontrollierst? Ja, so. Gut, ne? Ansonsten, sähe die ganze Tour hier ein bisschen anders aus. Ja, das stimmt wohl. Ja, muss ich den erstmal kalt schuhen natürlich, damit du das noch nichts machen kannst. Aktiviere Twin Twister. Ach nö. Für die auch. Die beiden. Die beiden. Wo das auch. Ja, doch. Hab ich mir gedacht, dass da so ein Schiss liegt. Oh ja. Welche hast du abgeworfen? Ach doch, no. Ja, okay. Ja. Ja, nee, dann logisch. Ich habe halt leider nichts mehr auf dem Friedhof, das mir was bringt, ne? Weil dann habe ich jetzt verloren. Oh shit. Ja. Okay, ich, dann, also bin ich. Mhm. Okay, dann ich nochmal kurz. Ja, 2 Minuten noch. Wir Drachen Phoenix Schüler. Ich will nur gerade noch die. So. Mal noch schnell, weil den einen Draw, Leute, den müsst ihr euch immer mitnehmen. Egal, ob der Gegner schon tot ist oder nicht. Seht ihr? Ja, das ist der eine Draw, der muss immer. Okay, dann gehe ich in die Battle Phase und würde ich mit Ignis angreifen. Und das sind genau 2-7. Yeah. Okay, das war aber doch mal ein spannendes das war, Match. Ja, ich hatte auch jetzt das, war halt so unentschieden, ausgeglichen, dann wussten wir jetzt nicht, wer. Also wir haben das Matchup haben wir noch gar nicht gespielt gehabt und ich fand auf jeden Fall, dass es interessant war. Weil so einfach, also Dino unterschätze ich halt immer. Die haben halt diese Beatstick, das ist halt gegen so viele Decks gut. Der Ultimativleiter, der ballert halt schon gut rein, ne? Also da gibt es nichts.
Nee, dann wären wir auch eigentlich am Ende angekommen, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen, ein Match zu sehen. Wir haben das jetzt zwar nicht mit Zeiten gemacht, aber das kommt wahrscheinlich auch noch, aber wir hatten jetzt nicht die Zeit dazu, uns jeweils ein Side-Deck zu überlegen. Nee, das ist doch... Deshalb, das machen wir ja hier nicht beim Aufnehmen. Das ist genau, wir werden das irgendwann mal machen, wenn wir vielleicht ein paar Meta-Duelle machen, aber ansonsten lassen wir das erstmal so. Und in dem Sinne, nicht vergessen zu liken, zu kommentieren, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Kritik immer erwünscht, wie ihr wisst. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Marvin, denke ich mal auch, ne? Auf jeden Fall, ja. Und schaut auf jeden Fall das Video an. Richtig. Liken und hast du schon gesagt. Habe ich alles schon gesagt, das wissen die. Und naja, dann haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Duell oder bis zum nächsten Video generell. Haut da rein, wie gesagt, ja. Und ciao, ciao. Ciao.